Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind wieder im Outcow und heute werden wir, also ich werde euch zeigen, wie man die Fahrzeugmodifizierungsstation findet oder die auch die Erweiterungsstation, wie man es auch mal nennen mag. Auf jeden Fall, wir sind hier an der Röhrenkoralle, dem Startpunkt. Der ist immer in der Nähe der Rettungskapsel, meine ist jetzt hinter mir direkt. Wir müssen heute von diesem Nullpunkt hier, also von der Röhrenkoralle, Richtung Nordwest, kleinen Tick nach Norden, ungefähr 1000 Meter würde ich schätzen. Fahren wir einfach in diese Richtung und dann müssen wir in eine Art Pilzwald, und in diesem Pilzwald ist in dem Pilzwald oben auf dem Pil also auf diesen Bäumen zum Beispiel drauf, die ja, sind glaube ich Bäume, Pilzbäume, da ist ein Wrack drauf auf den Pilzbäumen. Ich werde euch noch mal zeigen, auch danach, wie die Modifizierungsstation funktioniert, was man da alles machen kann. Man kann auf jeden Fall alle Tiefmodule da drin bauen, also man schaltet dann noch alle Tiefmodule frei und man kann dann auch die Tiefmodule 1 bauen, ich glaube aber nur für den Krebs und die Seemotte tatsächlich. Ich weiß nicht, ob man das für den Zyklopen bauen kann. Das können wir aber nachher nochmal nachschauen. Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal Richtung Nordwest, bisschen nach Norden so. Dann kommt ja auch so ein rotes Gebiet schon. Und dann sehen wir auch da schon Pilzwald. Wir sind sogar schon fast da. Ja. Tatsächlich noch nicht ganz so weit. Nee. Also ihr müsst noch ein Stück weiterfahren. Genau. Wir müssen ja an der Kante entlang fahren. Also ihr müsst einfach nur geradeaus weiter und dann kommt hier so ein Ding mit so Bällen dran und dann kommt hier auf jeden Fall so ein Baum und da ist ein Wrack drin. Also fahrt einfach nur geradeaus weiter, da wo ich gerade den Schlenker reingemacht habe. Und dann müssen wir von der Stelle von dem Wrack auf die andere Seite, glaube ich. Die muss unten muss irgendwo ein Loch drin sein. Genau hier. Da ist ein Loch. Und da wollen wir rein. Ihr braucht einen Laserschneider und am besten eine Taschenlampe. Und vielleicht auch eine bessere Tauchflasche. Habe ich auch in die Infokarte reingepackt. Im Kompass genauso. Und dann schwimmen wir einfach hier rein. Und wir müssen. Mal. Müssen hier durch. Und da ist natürlich wieder eine Datenbox drin und darin befindet sich die Fahrzeugmodifizierungs- oder Erweiterungsstation. Wie man sie auch nennen mag. Ist glaube ich das gleiche vom Namen her. Ich glaube, die heißt Modifizierungsstation hier im Spiel. Da müssen wir hier durch und dann geht es hier hoch und dann müsste das Datenpad, genau, dann ist das hier oben. Tauchdock. Fahrzeugerweiterungsstation, Erweiterungskonsole. Und ja. Die sammeln wir ein und dann haben wir sie. Und dann war es das auch schon mit dem Video. Ich zeige euch nochmal, wie die funktioniert und dann sehen wir uns gleich nochmal. Aber lasst jetzt gerne schon mal ein Like da, abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren und teilt auf jeden Fall das Video. Und dann ja, zeige ich euch das gleich. So, ich bin jetzt hier kurz in Kreativmodus geswitcht. Ich kann euch nochmal kurz zeigen, wie teuer das Ganze ist. Das Teil kostet 3 Titan, ein Computerchip und ein Kupferdraht. Und dann könnt ihr das einfach hier oder hier in die Wand reinsetzen. Ich setze jetzt mal hier die Wand rein einfach. Verdrückt, so. Und dann könnt ihr da rangehen. Könnt das Ding auch schon benutzen. Ja, man kann hier die Farbe auf jeden Fall verändern von der Seemotte. Man kann den Namen verändern. Und man kann hier hinten an dem Fabrikator die ganzen Module craften, die es für die Seemotte gibt. Okay, Zyklop zum Beispiel gibt es nicht. Das kann man nur im Zyklopen craften alles. Aber man kann Krebstiefmodul 1 craften und die ganzen Arme auf jeden Fall, wenn man die gefunden hat natürlich erst. Man kann das Seemotten-Tiefmodul 1 nochmal craften, falls man das verloren hat. Genauso wie beim Krebs. Okay, ist jetzt passiert? Ach so. Huch. So. Ja, man kann hier alle Seemottenmodule craften auf jeden Fall. Man kann Seemottenmodule Stufe 1 mal craften. Also Stufe 2 und 3 kann man nur in der Modifizierungsstation craften. Habe ich auch nochmal in die Infokarte reingepackt. Und ja. Das war es auch schon im Großen und Ganzen mit dem Video. Man kann die nur in dem Tauchdock platzieren, tatsächlich. Und ja. Würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.